Der 25. Juli wird für den Münchner Judoka Sebastian Seidel ein entscheidender Tag in seiner Karriere werden. Dann bestreitet er bei den Olympischen Spielen in Tokio nämlich seinen ersten Kampf. Und nur wenn er den gewinnt, dann geht es in die nächste Runde weiter. Und nachdem Sebastian Seidel bereits bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und bei den Europaspielen Podestplätze errungen hat, da will er nun natürlich auch eine olympische Medaille erkämpfen. Sebastian Seidel kann schon auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückschauen. Seit 1999 ist er Judoka. In der deutschen Nationalmannschaft ist der 30-Jährige längst eine feste Größe. Die Spiele in Tokio werden die zweiten Olympischen Spiele für Sebastian Seidel. 2016 in Rio erlebte er einen schwarzen Moment, als er nach 126 Sekunden in seinem Auftaktkampf unterlag und somit aus dem Turnier ausschied. Durch die Verschiebung der Spiele wegen der Corona-Pandemie verlängerte sich auch der Qualifikationszeitraum für die Judokämpfer. Fast 3 Jahre musste Sebastian Wettbewerbe und Wartezeiten überstehen, bis er endgültig nominiert wurde. Während eines Trainingslagers erkrankte Sebastian an Corona. Nach 8 Wochen Zwangspause folgte ein Einzeltraining auf der Schanzenanlage in Garmisch-Partenkirchen. Jetzt ist er wieder fit. Deutscher Meister ist Sebastian Seidel mehrfach geworden. 2-mal holte er mit dem Team Bronze bei Weltmeisterschaften und wurde Dritter bei den Europaspielen im Einzel. 1-mal, wahrscheinlich zum letzten Mal, hat er 2021 die Chance, bei den Olympischen Spielen um eine Medaille mitzukämpfen. Und aktuell ist er auch schon wieder unterwegs, Sebastian Seidel. Servus erst einmal. Wohin denn eigentlich? Wo sitzt du gerade? Servus, grüß dich. Ich sitze gerade im Chiembaum, im Olympischen Trainingscenter, also in der Nähe von Berlin. Und wir haben hier das letzte Vorbereitungstrainingslager auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Und genau, ich bin gestern angereist und der ganze Spaß hier geht jetzt noch bis zum Samstag. Okay, müssen wir jetzt das so im Berliner Dialekt machen, das Interview, oder können wir normal weiterreden? Am liebsten wäre es mir auf Bayerisch, aber ich weiß nicht, ob du es kannst. Ja, das ist so wackelig. Ich komme ja eigentlich ursprünglich mal so aus der Gegend Berliner Raum, deshalb wäre das fast mein Heimatdialekt sozusagen gewesen. Das heißt für dich jetzt natürlich die ganz heiße Phase, bevor es dann rübergeht nach Asien, nach Tokio. Mit welcher Gemengelage vom Gefühl her? Du hast ja wirklich viel durchgemacht, auch in den vergangenen Monaten. Ich sage nur Corona-Infektion, Isolation, Einzeltrainingslager. Wie fühlst du dich? Ja, ich sag mal so, ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell wieder so fit sein kann. Also ich fühle mich super, ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich würde eigentlich fast sagen, besser als zuvor. Und ich denke, wir haben jetzt auf dem Weg hierher alles richtig gemacht bis dato. Jetzt hängt es einfach nur noch ein bisschen am Feinschliff und dann bin ich fit für Tokio, auf jeden Fall. Okay, das ist der Stand jetzt. Wenn du ein paar Wochen, ein paar Monate zurückdenkst, als du eben da in Quarantäne saßt, war da für dich so ein Moment auch mal da, wo du gedacht hast, okay, den Olympiatraum, den kann ich jetzt beerdigen. Das war es dann wohl? Ja, so Momente waren definitiv dabei. Ja. Also keine Frage. Man hängt zu Hause rum. Ich bin im Trainingslager in Georgien, habe ich mich infiziert. Ich hatte dann sogar noch das Glück, noch nach Hause reisen zu dürfen mit einem Negativtest. Ich war dann erst in Deutschland positiv. Ich habe das Unheil aber schon kommen sehen und bin deswegen sowieso schon in Selbstisolation gegangen. Ja, dann war ich letztendlich über 16 Tage in Quarantäne zu Hause. Die Konkurrenz kämpft Turniere, holt Punkte und so weiter und so fort. Da kommt man natürlich schon ins Grübeln und denkt sich, ist es jetzt überhaupt noch in greifbarer Nähe oder ist der Zug jetzt abgefahren? Aber als die Listen sich dann nicht gravierend verändert haben und ich immer noch in Reichweite der Olympia-Qualifikation war, steigt die Motivation natürlich dadurch noch mehr und man denkt sich jetzt erst recht, ich lasse mich von sowas nicht aufhalten. Und dann sind wir einen super Plan gefahren mit einem Einzeltrainingslager und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, jetzt fühle ich mich wirklich topfit. Kann das vielleicht sogar jetzt im Nachhinein für dich sogar ein Pluspunkt sein, weil du natürlich jetzt mental sicherlich da stärker aufgebaut hast und Antikörper hast, wahrscheinlich durchgeimpft auch bist. Also du kannst ja wirklich jetzt rüberfahren und sagen, ich bin also voll da. Mir kann von der Seite wahrscheinlich nichts mehr passieren. Ja, also es gibt einem natürlich eine gewisse Sicherheit, jetzt genesen zu sein. Aber letztendlich ist es so, wir werden vor Ort trotzdem täglich getestet bei den Olympischen Spielen. Also wirklich jeden Tag ein Test. Und das sind jetzt die Informationen, die ich bereits habe.
Von dem her denke ich, dass man sich auch, wenn man Corona noch nicht hatte und selbst wenn man noch nicht geimpft ist, sich dort sicher fühlen kann. Was ist so deine Erwartungshaltung an dich selbst? Du hast nun im Verlauf deiner Karriere, die nun schon wirklich einen langen Zeitraum geht, hast du ja viele Erfolge gehabt. Olympia allerdings, 2016 warst du dabei, das war eher so ein Rückschlag wahrscheinlich. Wie ist denn so der Ansatzpunkt für diesmal? Ja, das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Man denkt sich nach dem ersten Mal, das hat man natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf, denkt man sich jetzt erst recht. Und die Ausgangslage ist, finde ich, super. Also man fährt zu den Olympischen Spielen, um Träume zu erfüllen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dort seine ganz großen Träume richtig erfüllen zu können. Und ich greife natürlich dort nach den Sternen. Ich habe die Ziele hoch gesteckt. Ich denke, das muss man auch, wenn man dorthin fährt. Und deswegen will ich natürlich um die Medaillen kämpfen. Das ist keine Frage, das ist mein ganz großes Ziel. Und ich werde alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen. Du bist dieses Jahr bei der WM am Start gewesen, bist in der zweiten Runde ausgeschieden, aber, muss man gleich dazu sagen, gegen den Weltranglisten-Ersten. Also im Prinzip den härtesten Prüfstein bekommen. Kannst du dich dadurch umso besser einschätzen und weißt, wie stark ist die Konkurrenz? Genau, ich weiß sowieso, wie stark die Konkurrenz ist. Ich habe gegen fast jeden, der sich auch qualifiziert hat, im Laufe meiner Karriere schon mal gekämpft und kann das sehr gut abschätzen, wer wie stark ist. Aber jetzt durch den Kampf gegen den Weltranglisten Ersten nochmal bei der Weltmeisterschaft, der wirklich, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf bei euch, aber ums Arschlecken knapp war. Man darf knapp sagen, ist kein Problem. Knapp darf man sagen, alles gut. Nee, war extrem knapper Kampf und macht natürlich Hoffnung und vor allem auch Spaß auf mehr. Also ich kann wirklich jeden schlagen. Von der Weltklasse, von Nummer 1 bis Nummer 100 ist wirklich alles möglich. Deswegen, ich bin extrem zuversichtlich. Und was noch viel wichtiger ist, als zuversichtlich, ist Lust zu haben. Und ich habe richtig Lust, ich habe richtig Bock, nach Tokio zu reisen und dort den Wettkampf meines Lebens abzuliefern. Auch weil du weißt, dass für dich die biologische Uhr im Prinzip tickt. Du wirst nächste Woche 31. Das heißt, so viele Jahre im absoluten Spitzensport, die würden dir nicht mehr bleiben. Also nochmal Anlauf nehmen für nochmal Olympische Spiele, das ist dann nochmal ein ganz schöner Kanten. Das ist definitiv ein Kanten. Es ist allerdings so, dass die nächsten Olympischen Spiele jetzt nicht wie sonst immer 4 Jahre entfernt sind, sondern nur 3. Das ist im Sport ein Wimpernschlag, sage ich mal. Also es ist ein Jahr ein bisschen relaxter und dann geht schon wieder die Quali los. Also es ist auf jeden Fall im Machbaren. Ich werde 31, das stimmt. Ich fühle mich aber topfit. Ich will jetzt aktuell, vor allem vor den Olympischen Spielen, noch gar nicht über das Aufhören oder so denken. Ich bin in einer super Verfassung. Ich bin in der Lage, jeden Gegner schlagen zu können. Von dem her weiß ich nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Wenn man gerade sehr gut ist, wenn man gerade sehr erfolgreich ist, wenn man gerade in der Lage ist, jeden schlagen zu können, weiß ich nicht, ob das ein guter Zeitpunkt ist, aufzuhören. Und ich würde es von den Olympischen Spielen tatsächlich abhängig machen und danach einfach weiter entscheiden, ja, wie es mir geht, wie es läuft und ob ich noch mal 3 Jahre dranhängen kann. Ist für dich mittlerweile so ein Lebensvorteil, dass du sowohl Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Eurospiele. Du hast viele Höhepunkte schon mitgemacht. Weißt also, wie läuft so davor ab? Wie ist so der Tag selber, wenn es dann zum Wettkampf geht? Hast du eine Ruhe entwickelt dafür? Oder bist du nach wie vor Lampenfiebertyp und wenn es zur Sache geht, dann bricht der Schweiß aus? Nee, also ich muss wirklich sagen, ich kenne eigentlich niemanden, der so ruhig ist wie ich. Also ich habe echt, ich glaube, ich profitiere extrem davon, eine gewisse Erfahrung mitzubringen. Erfahrung ist natürlich gleichzeitig auch mit Alter verbunden, aber das stresst mich wirklich absolut null. Ich bin total gelassen vor den Wettkämpfen. Ich habe vor keinem Gegner Angst. Im Gegenteil, ich freue mich immer darauf, jetzt endlich kämpfen zu dürfen. Und ich denke schon, dass das ein Vorteil ist, der mir definitiv in die Karten spielen wird vor Ort auch. Ja. Für viele ist das natürlich das erste Mal. Ersten Olympischen Spiele. Ich habe da schon Erfahrung, ich habe schon viel Wettkampferfahrung und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Es ist immer so ein bisschen ungerecht, dass
Sportarten wie Judo zum Beispiel eigentlich nur zu solchen Höhepunkten wie Olympia mal so ein bisschen in den Blickpunkt geraten, wenn dann Athleten was gewinnen. Also es ist ja auch nicht so häufig, dass deutsche Athleten dort gut abschneiden. Ole Bischoff war, glaube ich, der letzte Olympiasieger, wenn ich es so richtig im Hinterkopf habe. Und dann stehen die so mal kurzzeitig im Scheinwerferlicht und danach verschwinden die. Ist es undankbar auch gegenüber euren Sportarten, euren Leistungen? Undankbar, ja, was ist undankbar? Also ich sage mal so, unser Trainingsaufwand, da müsste es mir schon ein gutes Beispiel geben für eine andere Sportart, die so einen Trainingsaufwand an den Tag legt wie unsere. Also wir Judokas sind ja eigentlich der perfekte Sportler, sage ich jetzt mal ganz arrogant. Also wir müssen in allen Bereichen gut sein, ob es Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer ist, ganz egal was, vor allem auch mental. Von dem her, es steht natürlich außer Verhältnis, ja, wie die Betrachtung in der Öffentlichkeit ist uns gegenüber für den Trainingsaufwand, den wir leisten müssen. Letztendlich ist es aber so, ich bin nicht Judoka geworden, um berühmt zu werden. Ich bin auch nicht Judoka geworden, um reich zu werden. Ich bin ein Judoka, weil ich Spaß an diesem Sport habe, weil es für mich der geilste Sport der Welt ist und weil ich mich selbst dort eben finden kann. Und deswegen bin ich Judoka und nicht um von den Medien oder von der Presse oder vom Geld leben zu können. Ich glaube, in Deutschland gibt es keinen Judoka, der jemals richtig reich geworden ist. Ich habe noch nie davon gehört, dass da einer so dann nachher in Saus und Braus sein Leben verbracht hat nach der Karriere. Ja. Aber wenn ihr jetzt nach Japan reist, das ist nun mal das Mutterland des Judosports, ist die Aufmerksamkeit dort vor Ort, gerade für euch, für eure Sportart, umso größer im Vergleich, vielleicht hier eben mit Fußball, also mit den Top-Sportarten vom Publikumsgenuss her? Ja, Publikumsgenuss ist letztendlich eine Corona-Frage vor Ort. Ich denke, vom Medienaufwand wird das Judo schon viel abgreifen vor Ort. Ja, Judo ist Volkssport in Japan, genauso wie zum Beispiel Baseball. Deswegen denke ich, dass gerade diese Sportarten, die vielleicht sonst Außenseiter-Sportarten sind, etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen werden. Aber wie schon gesagt, letztendlich ist es mir tatsächlich egal. Ich kämpfe für mich. Ich kämpfe für meine Träume und für meine Ziele. Und ob jetzt 10 Zuschauer mehr in der Halle sitzen oder dann doch gar keiner wegen Corona, ist mir wirklich egal. Sebastian, du bist seit 10 Jahren ja hier in München lebend, bist damit logischerweise ein Sohn dieser Stadt. Also wir drücken dir alle hier die Daumen, dass es gut läuft und dass es Möglichkeit natürlich dann auch noch mit einem Edelmetall prämiert wird, das Ganze. Und wir bereiten alles für deine triumphale Rückkehr vor. Jetzt musst du liefern. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Super, finde ich gut. Da freue ich mich auf die Rückkehr. Und ich hoffe, wir hören uns dann nochmal.